Servus und willkommen zu einer neuen Folge von DragTech. Tja, wie soll ich es am besten erklären? Ich kann es nach dem alten Spruch machen, was im Prinzip mein Geschwätz von gestern. Ich hatte in der letzten Folge gemeint, ich will die Instabilität drin lassen. Ich habe mich mit einigen unterhalten. Auch mit dem Team ein wenig drüber. Ja, das Problem ist bei Musecraft, es läuft, und ich habe jetzt keinen schlechten Rechner, ziemlich unrund. Also ich hatte teilweise am Schluss nur noch, ich weiß nicht, ein wenig drüben, wollte noch ein wenig farmen. Es war für mich unspielbar. Habe ich mir gedacht, entweder schmeiße ich Musecraft raus, was ich nicht möchte, weil ich Musecraft eigentlich schön finde. Ja, oder ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ja, und das andere Einfallen ist jetzt wirklich geworden. Ich habe die Instabilität erstmal ausmachen müssen. Weil, wie gesagt, du bist nach oben gegangen und es war Feierabend. Also, es haben sich teilweise die Monster weggeworbt oder die waren auf einmal hinter mir gestanden. Wie gesagt, hätte ich keine Nanorüstung an. Ich habe schon das Zeitliche gesegnet. Und dann macht mir das Spiel keinen Spaß mehr. Und wenn es mir keinen Spaß mehr macht, ich glaube, dann macht es euch auch keinen mehr. Und darum habe ich mich entschlossen, wie gesagt, dann die Instabilität erstmal auszumachen. Ich werde mal schauen, vielleicht mit der 1.5.1, dass es da dann etwas stabiler wird. Man wird sehen. Gut. Energy 1 ist der da. Der da saugt gerade raus. Beziehungsweise, und der lebt wieder nach. Okay, alles klar. Es hat das Regnen aufgehört. Cool. Oh, dann müssen wir mal aufs Dach. Ich habe da einen Anhänger. Was wollen wir in der heutigen Folge machen? Ja, wir möchten mal jetzt dann doch langsam, aber sicher. Jetzt verzieht er sich. Na? Dummbeutel? So. Wir möchten mal langsam dann doch aber sicher anfangen, etwas Energie herzustellen. Und dafür haben wir jetzt beim letzten Mal angefangen, etwas Stahl zu machen. Diesen Stahl haue ich jetzt in die Bending Machine. Dass die mir ein paar Plättchen herstellt. Gut. Oh. Den möchte ich haben. Den möchte ich nicht haben. Vielen Dank. Und der andere Herr da hinten. Den natze ich mal weg. Ups. Ja, nicht falsch bewegen. Danke. So, gleich nach unten. Die Punkte nicht herschenken. Und mit M. Hovermode aus, Hovermode an. Oh, da hinten ist ja noch einer. Hier ist kein Badedomizil. Muss ich hier wirklich ein Schild aufhängen? Privatgelände? Baden auf eigene Gefahr? Oder Baden verboten? Gleich weg. Ich hab doch da was rumschleichen sehen. Er macht dich weg. Glaube ich's, was hier rumspuckt schon wieder. So, sollte mal ganz schnell ins Bett gehen, dass das ein wenig hier aufhört. Ah, Wahnsinn. Der Enderman war nett, aber das restliche Zeugs kann mir gestohlen bleiben. Okay, dann hätte ich gesagt, machen wir ein Nächtelchen. So.
Die Stahlplatten sind durch. Und dann schauen wir mal. Und zwar ist die gute Frage. Eine sehr gute Frage sogar. Was bauen wir denn? Und zwar. Ha, ich weiß, was wir machen. Erstmal. Ja, geh mal da weg. Du auch. Dankeschön. Darum, 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 darum. Nein, da ist nichts, da ist auch nichts. Aber hier ist etwas. Okay, dann brauche ich noch schnell eine Säge. Welche nehme ich denn? Ini, mini, mu und raus bist du. Nehme ich dich. Gut, dann hätte ich gesagt, wird es mal geschnitten und das auch noch so geschnitten. Gut. Und dann hätte ich ge Papa. 4, 8, 12, 16. Okay. Dann heißt das für mich, ich brauche auf jeden Fall einmal Steam Engine. Ich weiß, dass der Große auf jeden Fall mal Wasser braucht. Also das heißt, er muss in die Nähe von dem da hinten. Dann hätte ich gesagt, machen wir es am besten. Ups, so nicht. Haben wir denn auf sonst die Ecken ausgeschnitten? Nicht, Witzbold. Dann hätte ich gesagt, machen wir dich so. Habe ich hier meine drei Stück. So, du musst da mal schnell weg. Okay. Das ist Nummer uno. Wie ich mich kenne, geben wir jetzt bestimmt alles aus in der Zeit. So, fügen wir mal die wieder zusammen, vielleicht reicht's ja. Haha, juhu, hat gereicht, gut. So, dann machen wir hier wieder Fäckelchen hin, schauen nach, jawohl, passt. Da hinten schauen wir auch mal nach, wie es denen geht. Wie gesagt, er ist immer noch leer. So, und der produziert schön Stahl. Also, das heißt, hier kommen unsere zwei Engines hin, und zwar einmal einen mit für Flüssigkeiten. Also das heißt irgendwann Benzin, der kommt hier hin. Erstmal. Erstmals. Wie gesagt, das wird alles schön hier noch umziehen. Und der zweite macht auf jeden Fall ja, Endverarbeitung. Und das ist der da vorne. Und den wollen wir jetzt bauen. So, das heißt, wir brauchen jetzt Railcraft, weil die Dinge habe ich natürlich nicht im Kopf. Vor allem, weil ich sie schon so oft gebaut habe. Nullmal. Also, hier seht ihr, es gibt eine Solid-Fueled Firebox und eine Liquid-Fueled Firebox. Ja. Wir brauchen beide. Und dazu brauchen wir einmal Bricks, einen Ofen und einen Firecharge. Und dasselbe hier nochmal, nur mit Steel Plates. Jawohl. Okay, dann hätte ich gesagt, nach oben. Bei Railcraft muss man dazu sagen, Railcraft hat fast nur noch Multiblöcke. Also, das wird auf jeden Fall etwas aufwendiger. Fire Charge. Nochmal hingucken. Fire Charge wird gemacht mit Blaze Powder, Gunpowder und Kohle. Gut, dann hätte ich gesagt, klack, klack, 18 Kohle. Ich glaube nicht, dass das reicht, was ich da schon reingeschmissen habe. 15, nee, ich brauche nochmal welche. Ich war nochmal schnell bei unserem Spawner, nämlich drüben. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erwähnt habe.
Wollte es ja eigentlich schon vorbereiten, bis ich auf die Idee gekommen bin, mal endlich wegen mit Musecraft rumzualbern. Und wenn ich in den Musecraft-Welten gehe, nehme ich euch auf jeden Fall mit, auch wenn ich etwas abbaue. Weil da drüben hüpfen etwas mehr Monster rum als da. Und vor allem, es soll ja nicht heißen, ja, wo hat jetzt der diese Seiten her? Nee, nee, da seid ihr dann live dabei. Okay, dann hätte ich gesagt, wir haben das, dann brauchen wir noch Schwarzpulver. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht auf Creepers gehen muss. Auch hier 18 Stück. Gut. Okay. Hätten wir mal so viele gebraucht. Ist doch auch nett. Gut, dann hätte ich gesagt, über das Hirn verteilt. Hohoho. Okay, dann Knochen, Strings, Gunpowder. Bisschen Appetit. Und die Enderperle auch noch, die zwei. Nett. Okay, dann hätte ich gesagt, wir brauchen auf jeden Fall Bricks und einen Ofen. Ofenhammer. Bricks haben wir auch. Dann brauchen wir noch Ofen. Und zwar 7 Stück. Oh nein, nicht der nette Onkel ist verwirrt. Wie gesagt, Multiblöcke. Also, es war mal so. Okay, das heißt, wir brauchen hiervon 9 Stück. Gut, dann hätte ich gesagt, gehen wir mal dahinter. Wir haben hier ein paar Iron Bars. Die legen wir hier hin. Na, klasse. Ich habe wieder mein Lieblingsding, Eimer. Brauche ich jetzt davon 9 Stück? Toll. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Danke. Okay, dann kommen die auch dahin. Die kommen dahin. Die kommen dahin. Und irgendwas habe ich vergessen. Ja, 9 Öfen. Ist doch mal schön, dass ich stackweise Stein brauche. So, kommst du raus. Das waren schon mal 8. Habe ich hier noch 3? Gut. Jawohl. Und das sind noch mal 9. Und ich baue hier die 9. Wow. Und somit ist mein Stahl, den wo ich gemacht habe, weg. Nett. Dann hätte ich gesagt, nehme ich mir gleich den nächsten Stahl. Also der wird jetzt schneller weggehen. Da könnt ihr sicher sein, als mir lieb ist. Gut, dann haben wir gesagt, wir haben hier den Solid und den Liquid. Dann gehen wir mal nach unten. Und das machen wir auf jeden Fall auch noch fertig. Also die Folge könnte auch etwas länger werden. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Nochmal gucken. Solid. So, die stellen wir jetzt so hin. Und die da stellen wir so hin. Okay. Wie ihr seht, passiert ist noch nichts. Ja. Warum sollte denn auch schon was passieren? Es fehlt ja noch was. Und zwar die nächsten Stahlplatten brauchen wir dazu. Und zwar, wir möchten einen High-Pressure-Boiler bauen. Dafür brauchen wir 2. Beim Low Pressure bräuchten wir Eisen. Ich hoffe, dass es reichen wird. Weil, wie es hier steht, Multiblock Variable Size. Schön.
Gut, dann heißt es, das da kommt weg. Das da kommt hin. So, haben wir einen, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. So, jetzt weiß ich noch nicht. Neun. Ja. Da freut man sich doch tierisch. Okay, ich nehme das nächste Eisen. Nimm hier auch das nächste Eisen und hau's rein. Und ich muss wieder in den Keller. Erstens die ersten Pressure Boys hinstellen. Und momentan beim Überlegen, ob ich den einen nicht aus dem billigen erstmal mache. So. Und wie ihr hier seht, sind das die ersten. Jawohl, jetzt haben wir hier schon wieder 34. Die nächsten kommen auch schon rein. Und wir brauchen die nächsten Platten. Juhu. Jawohl, wir haben hier etwas Steel Ingot. Und ich bin wirklich beim kräftigen Überlegen, ob ich den zweiten nicht als als kleinen Bau. Ach, Mist. Muss ich hier anschalten. Gut. Laufen beide wieder nach oben. Und wie gesagt, den brauchen wir jetzt so schnell wie möglich. Weil sonst, ja. So, haben wir hier die nächsten neun. Gehe ich nochmal nach unten und guck mal, aber ich glaube, ich brauche davon eine 3x3. Gott sei Dank geht es nicht kaputt. Und plopp. Blob und blob. Und ihr. Oh, der Steam Boiler ist fertig. Cool. Er hat sich connected. Das ist doch schon mal schön. Also das heißt, er muss nicht drei hoch, sondern nur zwei hoch. Gut zu wissen. Jetzt ist nur die Frage, kann ich den auch drei hochbauen? Das will ich auf jeden Fall noch testen. Und wenn nicht, brauchen wir ja die Platten sowieso noch von zweiten. Also, das heißt jetzt, wir werden demnächst dann auch noch eine Forestry Farm bauen müssen. Und zwar, damit wir die Saplings kriegen. Beziehungsweise Holz oder Holzkohle oder wie auch immer. Dass wir da weitermachen können. So, und dann machen wir hier mal nochmal neun Stück. Wie gesagt, den zweiten kann ich sowieso noch nicht komplett fertig bauen. Wenn ich den jetzt auch drei hoch machen kann, dass er dann doch noch ein wenig mehr Power hat. Toll. Schauen wir mal, was er dazu sagt. Und jawohl, man kann ihn auch drei hoch bauen. Cool. Dann hätte ich gesagt, machen wir den mal drei. Und den nächsten machen wir mal aus Eisen. Wobei, den lasse ich jetzt erstmal stehen. Bis wir wieder wegen Stahl produziert haben. Weil, ja. So schnell jeder da den nicht. Okay, dann hätte ich gesagt, schnapp ich mir mal etwas Holz. Ich weiß zwar, dass wir nicht so viel haben, halt bevor ich mir Holz schnapp, gehe ich mal schnell ins Bettchen. Gute Nacht.
Gut, ja, und bevor ich natürlich da runtergehe, ich brauche noch was, und zwar, ich brauche Steel Gears, und zwar 8 Stück. Und ich brauche, was brauche ich noch? Ich brauche Pisten, klar. Und Stone Gear, alles klar. Erstmal nachgucken, ob ich da schon welche rumfliegen habe. Eins habe ich auf jeden Fall. Das ist schon mal gut. Habe ich hier zwei. Und dann heißt es ab nach unten. Denn ich brauche ganz dringend noch Stahl. Haha, aber die reichen nicht. Gut. Dann heißt es für mich, ich muss auf jeden Fall diesen Engine mit dem Wasseranschluss da hinten verknüpfen. Also mit dem Multitank, beziehungsweise ich habe ja oben noch eine Kleinigkeit rumliegen. Da gehe ich mal hin. Guten Tag, ich möchte eine Valve kaufen. Dankeschön. Ist aber gütig. Okay, dann nehme ich mir auch gleich noch ein paar Liquidukte mit. Und habe ich auch eingeschnitten Boden? Nein, habe ich nicht. Aber ich nehme mir mal Glaspaneele mit. Schau mal, wie das ausschaut. Vielleicht gefällt es mir, dann bleibt so. So, das heißt dann für mich. Du kommst dahin. Machen wir dich wieder zu. Und dann musst du hier lang laufen. Wie gesagt, der Tank ist voll mit 1,920 Einheiten. Jetzt baue ich ein nächstes Ventil rein. Hau wieder drauf und der Tank ist wieder voll. Schön. Okay. Dann hätte ich gesagt, dann kommt hier ein Liquidukt hin. Ist doch schon mal von Vorteil. Ja. Ich habe natürlich mal einen Wrench oben liegen lassen. Ich hält. Aber ich hoffe, dass da hinten noch einer etwas mehr Stahl produziert hat in der Zeit. Ha, 8 haben wir. Super. Okay, dann hätte ich gesagt, gehen wir hoch. Beziehungsweise, wie schaut es mit dem Glaspanel aus? Ja, gar nicht, weil das nämlich mit RP geschnitten wurde. Und ich brauche jetzt aber den anderen. Okay. Da muss ich mir dann auch mal was einfallen lassen. Dass ich weiß, wo ich welchen hinschmeiß. Okay, 1439. Das ist schon mal gut zu wissen. Okay. Dann hätte ich gesagt, ich brauche als erstes mal diese Säge. Und diese Platten. Wobei ich eigentlich der Meinung bin, 8 Stück müssten reichen. Ah. Aber ich brauche auch noch ein Löchlein. Okay. Dann machen wir doch zwei. Dumm. Wo habe ich denn hingeschmissen? Hallo? Ich jetzt. Hä? Bin ich jetzt geistig umnachtet? Oh. Mein Bug, dein Bug. Cool. Ah, auf jeden Fall ist es schon mal anders als beim anderen.
Das geht nämlich auch. Das ist schon mal schön. Und ob das ein Bug ist, keine Ahnung, kann auch Gold sein. Okay, dann. Wobei, ich glaube schon, dass das ein Bug ist. Naja. Ich habe mehrere Blöcke geschnitten und es sind jetzt nur 12. Naja. Ist ja egal. Und was hat der Strumpf wieder vergessen? Toll. Ja, der Strumpf hat vergessen, dass er vielleicht Äftel. Seinen Ranch mitnimmt. Gut, dann hätte ich gesagt, der Anschluss ist dran. Und dann probiere ich noch gleich was aus. Und bring meinen Ranch diesmal dann mit. Okay, dann hätte ich gesagt, 3. Und 3 ist eine Falltür. Okay. Ja, vor allem, ich hätte jetzt unten gucken können. Ja, ist ja egal. So. Dieses Brick Panel. Ja, jetzt müssen, als gerade arbeiten meine Gehirnzellen ein bisschen, darum bin ich gerade ein wenig ruhiger. Wie gesagt, auch zum ersten Mal gebaut und bis jetzt funktioniert alles. Bin ich ja gerade platt. Okay, dann heißt es jetzt für mich, ich muss nochmal nach unten sappen, nachdem ich meinen Ranch mitgenommen habe. Ah, und ich weiß, warum, dass ich den die ganze Zeit vergesse. Oh, ich schätze mal, den habe ich sogar in die Kiste geschmissen. Jupp. Okay, dann auf ein neues in den Keller. Und ich hoffe, dass er das eine Städtchen auch noch hingekriegt hat. Aber ich vermute eher, er hat 12 geschafft als, ja, ein. Okay. Das ist natürlich noch besser. Ja, dann machen wir es halt so. Jetzt hoffe ich, dass sie nicht. Ja, sowas habe ich natürlich auch nicht dabei. Oh Mann. Okay. Auf ein neues. Nur jetzt ist die Frage, kann auch der durch eine Pipe gehen? Dumm, die dumm, die dumm. Wenn ich dir mal sagen, ist geiler als der andere. Ich freue mich gerade wie ein Schnitzel. Also er kann es auch powern. Oder muss er das überhaupt nicht powern? Doch, er muss powern. Aber er kann es durch die Bodenplatte powern. Wer da was ist? Red Power? Ah, toll. Jetzt bräuchte ich einen Omni. Naja, ist egal. Erstmal. Supi. Okay. Dann wird der nämlich jetzt gefüllt. Und dann kann ich da drauf meinen Deckel eigentlich machen. Okay. Und auf zu neuen Gefilden. Wow, er hat mir gleich 6 Stück fertig gemacht.
Wieso mir die ganze Zeit das Schwert in die Hand gedrückt, weiß ich nicht. Okay. Dann kommst du da rein. Die Schere kommt raus. Sie bleibt jetzt nämlich am Mann. Die nehme ich jetzt meinen Light Blue. Mir ist egal. Und der Light Blue geht nach oben. Und dadurch, ja, habe ich jetzt die Schere dabei. Gut, dann hätte ich gesagt, ich habe hier auf jeden Fall mal zwei Steel Gears. Dann brauchen wir ein Redstone, ein Eisen. Ein bisschen Stein, ein bisschen Wood und ich mache gleich mal zwei. Ich sage, wenn wir genügend Stahl haben, wird es auf jeden Fall noch öfters gebaut werden müssen. Gut, dann habe ich hier noch Glas und ich habe hier noch Stahl und ich habe eine Industrial Steam Engine. Das heißt, die da. Stellen wir mal hin, ob die braucht die überhaupt. Nein, die verarbeitet nur Dampf. Gut. Das heißt, die da wird jetzt dann darauf marschieren. Gut. Liquidukts habe ich dabei. Auf jeden Fall schon mal nett. Das heißt dann für mich, ich komme hier auf jeden Fall. Mit Steam raus. Da kommt der hier auch weg. Beziehungsweise du kommst da auch weg. Ja, genau. Das heißt, Boden mal aufschlagen. Fluchen, dass ich meinen Wrench oben gelassen habe. So. Mit der leeren Hand aufmachen. Okay. Und dann heißt es erstmal, die Herrschaften hier alle abbauen. Nur, das wird bestimmt nicht reichen. Aber die Maschine soll ja erstmal dahin. Beziehungsweise, nein. Ich muss sogar noch einen weiter hinter. Die Maschine muss sogar dahin. Und dann heißt es, ich brauche hier einen Liquidukt. Keine Ahnung, wie gesagt, ob das funktioniert, was ich jetzt davor habe. Das heißt, der geht rein, der geht raus. Und den da kann ich wieder hinsetzen. Nett. Das heißt, da geht der Dampf raus und der Dampf soll dann die Maschine antreiben und dann nach oben abgeben. Das heißt, wir brauchen dann beim nächsten Mal auf jeden Fall neue Stromkabel. Und das muss ich dann so aufbauen, dass er die dann einfüllt. Das heißt also, der muss dann hier hin.
Und dann musst du hier runter. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 5 Stück erstmal, was wir brauchen. Beziehungsweise das machen wir gleich. Und zwar zuerst brauchen wir... Aber die Maschine habe ich noch nicht, oder? Ah, doch. Klar. Richtig, denn für verwirrtes Zeug. Und zwar, ich brauche zweimal Gold. Und zweimal Silber. Die kommen jetzt bitte schön hier rein. Jawohl. Da habe ich jetzt achtmal dich. Und dann heißt es zweimal harten Glas, bitte. Das sind dann 8. 50. 100. Das sind 4. Ich glaube, ich brauche 16 Stück. Okay. Dann heißt es Magma Crucible. Füllt die auf. So, gucken wir mal, aber schon. Ja, er hat 200 Geld bekommen. Dann nehme ich die mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut. Können wir sogar wieder runterlaufen schnell. Dann, wie gesagt, und die dann gleich so aufbereiten, dass die natürlich auch gleich puffern. Okay, dann heißt es jetzt, dann brauche ich wieder mein Omni. Hier geht's rein. Hier geht's raus. Und dich nehme ich dahin und dich nehme ich drauf. Und bei dir muss es heißen. Ich hoffe, dass es dann auch funktioniert. Gut. Okay, dann hätte ich mal gesagt, schmeiße ich hier mal Holz rein. Oh mein Gott, das kann ich vergessen mit Holz. Der haut das Holz schneller durch, als ich Holz sagen kann. Dann hätte ich gesagt, dann arbeiten wir hier mit Koks. Und wobei, der frisst sogar das Koks wie nochmal was. Ja, ich glaube, soweit ich weiß, war das so, dass diese Maschine erstmal Anfangsschub braucht und dann, ja, sobald er einmal die Hitze produziert hat, dann eben damit auskommt. Aber wir müssen erstmal die Hitze produzieren. Und ja, jetzt sehen, wie schnell das jetzt gerade Koks raushaut. Da kriegt man ja das Wein. Dann hätte ich gesagt, ganz schnell wieder nach unten. Und wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung, ob das da so funktioniert. Oh. Natürlich, sollten wir machen, dass er gleich wieder abkühlt. Der braucht zweimal Koks, um ein... Nein, Entschuldigung. Drei. Oh mein Gott. Ja. Hau aber rein, was du reinhauen kannst. Und ja. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich den ziemlich schnell an mein System anklemmen muss.
Weil der frisst ja das, die Kohle und das Holz und alles, was ihm in die Hände fällt, schneller als ich hochlaufen kann. Lauf schneller, Forrest. Lauf, Forrest, lauf. Brauche alles Koks, was ich hab. Also da muss ich mir fast noch einen zweiten Koksofen bauen. So, wieder runter. So, lauf, 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 lauf. Wow, und er ist schon bei 42 Grad. Und ihr seht ja, ne? Das Zeug geht weg wie warme Semmeln. Wow, und er hat sich schon einmal bewegt. Ich bin ja begeistert. Okay. Okay, Lava kann jetzt zum Beispiel auch nur 1K Heat produzieren. Ja, schauen wir mal durch. Alumentum? Ach so, okay. Creosote Oil funktioniert gar nicht. Also wie gesagt, ich kann nur verbrennen, dass ich da schaue, dass ich alles Mögliche verbrenne. Und ja, ich muss da oben die Holzproduktion definitiv ankurbeln. Weil ich schätze mal, bis der die nötige Hitze hat von 100 Grad. Ja. Hatte mich holztechnisch kahl gefressen. Ich nehme jetzt mal alles Holz mit, was ich kriegen kann. Und jetzt muss ich dann auch schauen, dass ich so schnell wie möglich eine Mühskraftwelt kriege, wo ich Holz herkriege. Und zwar viel Holz. Wow. Darf ich Angst kriegen? Heiligsblechle. Also ich schätze mal, der kann auf 1000 Grad nach oben. Ja. Er muss auf 100 Grad, dass er, glaube ich, einigermaßen stabil läuft, dass er auch teilweise jetzt schon Dampf selber produziert, aber ich habe jetzt keine Ahnung mehr, was ich reinhauen soll. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hol mal Kohle. Ich schätze mal, ich darf jetzt dann bald auf Kohlesuche gehen. Wenn ich mir schon vorstelle, wie der die Kohle gefressen hat. Okay, aber er geht wieder leicht nach oben. Ja. Und da freue ich mich, ja. Schön. Und da bin ich gespannt, was da passiert. Ich schätze mal, ich hoffe mal, dass der danach noch da ist. Ja, dass der dann gleich in die Luft fliegt oder so. So, wir sind schon bei, wow, wir sind schon bei 69 Grad. Ich hole mal nochmal Kohle. Ja, für das Hin- und Hergerenne, wie gesagt, ja. Mein Aster. Ich schätze mal, wenn ich das dann irgendwann mal so weit habe, dass ich Benzin dafür verwenden kann. Ja, da haben wir dann keine Probleme mehr, aber so muss ich, werde ich wenigstens dazu gezwungen, dass ich mir endlich auch mal die Forestry-Farmen anschaue. Und wie gesagt, normalerweise
Ab 100 Grad müsste er Dampf erzeugen. Und dann dürfte er nicht mehr so viel oder so schnell die Kohle fressen, weil der Dampf ja dann mit auch Hitze produziert. Aber das werden wir jetzt gleich sehen. Und zwar live und in Farbe. Ja, ganz spannend. Da steht einer davor und schaut sich einen Ofen an. Dann hätte ich gesagt Kohle. Und wir sind bei 81 Grad. Der Iron Tank. So, und was wird unser nächstes Bauvorhaben? Tja. Ich hätte gesagt, schauen wir uns denn mal den Ender Tank an. Davon bräuchte ich zwei Stück. Und dann könnte ich nämlich auch mal den da hinten irgendwie mit Lava füllen. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir erstmal hier noch ein wenig rumstehen. Er ist bei 86 Grad. Weil da möchte ich jetzt wirklich dabei sein. Ihr seht, wenn ich so schöne Sachen mache offline, mache ich wirklich nur so komische Sachen. Rumstehen. Schauen, was passiert. Aber wie gesagt, es ist ja vielleicht für euch auch interessant. Weiß ja nicht, wie oft, dass ihr euch schon einen Steamboiler gebaut habt. Und ja, der, was noch nicht gemacht hat, der ist bestimmt genauso gerade begeistert wie ich, wie das vielleicht so funktioniert. Wie gesagt, ich bete gerade, dass der 9 Grad sagt, mir gefällt's. Weil wenn er es nicht sagt, dann sage ich, mir gefällt's nicht. Genau. Unterschied zwischen dem da oben und dem da. Die produzieren, glaube ich, 3 oder 4. Und der produziert 8. So, wir sind bei 96 Grad. Juhu. So, sehen wir das auch? Nö. Warum denn auch? Okay, dann hätte ich gesagt, schauen wir nochmal zu. Wir sind bei 99 Grad und 100 und ist passiert. Ha! Und es kommt der erste Dampf, aber der frisst die Kohle immer noch so. Als wäre es Schnittenbrot oder so. Auf jeden Fall da, um das Ding komplett laufen zu lassen. Also da brauche ich keine Angst haben, dass mir. Der Boiler um die Ohren fliegt, weil ich kein Wasser drin habe. Da der wird höchstens nur mal kurz gähnen. Oh Mann. Freu. Ja, ich habe noch einen Koks. Gesagt, ist ja der Hammer, was der weghaut. So, dann hoffen wir mal, dass jetzt dann auch gleich, ja. Den Dampf, sobald er voll ist, nach oben abgibt. Sonst wird's lustig. Okay. Ja, ganz spannend. Aber wie gesagt, der verbrennt das Zeug immer noch so sauschnell. Aber das, was er jetzt machen soll, das tut er nicht. Das ist nicht nett. Schauen wir mal, ob ich einen Lever dafür brauche. Okay. Dann heißt es, ich habe jetzt hier meinen Ausgang. Die Maschine wird auf jeden Fall, kriegt schon mal auf jeden Fall etwas Dampf ab.
Und ich schätze mal, dass ich die jetzt auch starten muss. Und jetzt baut der schön seinen Speicher auf. Und der kriegt dann was ab. So, dann das ist jetzt die Sache, die wo mich fasziniert. Okay, er hat jetzt seine 8 Minecraft-Joule. Und ja. Wie soll er da was aufbauen, wenn ich es nicht rausgehen lasse? Ich Witzbold. Gut. Also das heißt, der haut immer noch schneller raus als der. Naja, verstehen muss man es nicht. Beziehungsweise halt, da gehen wir mal hin. Okay, der puffert. Mixer, der produziert jetzt schön Energie. Bei 110 Grad, wie gesagt, ab 100 Grad, was wir jetzt rausgefunden haben, zusammen, fängt der an, Dampf zu produzieren. Und dieser Dampf geht jetzt, wie gesagt, über die Leitung hier rein. Der wird dann natürlich irgendwann noch umgebaut. Der kommt dann ein Stückchen nach drüben. Und dann kommt halt eine nach der anderen hin. Und die geben dann irgendwann die Energie ab. So, okay. Dann hätte ich gesagt, sind wir da auch ein Stückchen weiter. So, dann sage ich mal. Da gibt es momentan keine Energie ab. Und ja, ich darf mir auf jeden Fall was überlegen, noch einen zweiten Koksofen bestimmt zu bauen. Weil. Das Koks würde jetzt dann vernascht wie noch mal was. Super. Nochmal. Und er hat jetzt wieder wegen Dampf drin. Schön. Gut. Auf jeden Fall, der speichert jetzt auch noch MJ. Das heißt, der gibt weniger ab als. So, das lassen wir mal so stehen. Weil der müsste genauso laufen. Und da wollen wir mal dann irgendwas entwickeln, dass wir von oben aus die Maschine ein- und ausschalten können. Sonst wäre es ja witzlos. Gut. Dann gehen wir mal nach oben und hauen die Spinne, die wo mich schon wieder auf den Geist geht, noch auf den Kopf. Oh, Fensterbretter müsste ich jetzt auch mal bauen. Sehe ich gerade. Ist da hinten eigentlich auch ein Fensterbrett? Muss ich mal gucken. Ja, aber nur ein kleines. Gut. Dann heißt es, beim nächsten Mal werden wir wieder wegen am Haus Verschönerungsarbeiten machen. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Hoffe, ihr habt genauso viel gelernt wie ich. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Ciao.